hier ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenfenne. Sie kennen Sie das? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große... Ja, als ich zum Beispiel damals 17 war, ja, da war ich aus dem Gröbsten raus. Ja, ich war mit der Schule fertig, gut, die auch mit mir. Ich war stubenrein, meine Eltern hatten mich für später der Erna von Nachbarhof versprochen und ich war in der Ausbildung zum Landwirt. Aber jetzt unsere Enkeltochter mit 17 Jahren, die Evelyn, die weiß noch gar nicht so richtig, was sie machen soll nach der Schule. Ihr erster Gedanke war ja Influencerin im Internet. Jo, wir waren dann schon bei der Sparkasse wegen so einem Existenzgründerkredit, ne? Aber die meinten also, als Sicherheit würden ihnen 20 mögliche Follower bei Instagram wohl nicht reichen. Und die neue Idee von unserer Enkeltochter ist Germany's Next Topmodel. Im Fernsehen, diese Magersuchtparade von der Heidi Klum. Ich sag, da willst du mitmachen? Ja, sagt sie, das wäre doch was, nicht? So auf Model machen, so mit Klamotten zeigen, nicht? So ein bisschen auf Laufsteg, so angeguckt werden, fotografiert werden. Sie meinte, das wird sie wohl können. Ich sag, versuch's. Versuch ist es wert. Ja, sagt sie, aber sie meinte, damit Heidi Klum überhaupt sagen könnte, ich habe ein Foto für dich, meint meine Enkeltochter, da müsste sie wohl noch was an sich machen. Ich sag, wie, also was an dich machen? Ja, meint meine Enkeltochter, so Schönheitsoperationen. Ich sag, an was hast du denn gedacht? Ja, sagt meine Enkeltochter, zum Beispiel so ein bisschen den Balkon. Ich sag, das hat noch nie einer bei uns im Dorf nicht machen lassen. Und von den Frauen auch nicht. Ich sag, aber du, ist kein Thema. Ich sag, wir kriegen demnächst neue Fenster und Türen. Da bleibt genug Silikon in der Tube über. Ich sag, und wenn es schön fest werden soll, ich sag, du, da habe ich noch ein bisschen Bauschaum. Nee, meint meine Enkeltochter, sie wird im Krankenhaus machen lassen, so mit Hygiene betäuben und wieder zunähen. Ich sag, oh, was kostet das? Haben wir nachgeguckt im Internet? Sie, 8.000 Euro. Ich sag, das ist aber viel Geld. Ja, aber gelobt sei unsere Europäische Union. Diese Freizügigkeit, die gilt ja auch für Brustvergrößerungen. Haben wir rausgefunden, wenn du nach Polen, Ungarn, Tschechien gehst. Ne? Hier, 4.000 Euro mit Hygiene betäuben und wieder zunähen. Und in Ungarn machen sie dir gratis noch einen Zahnstein weg. Mit der Hälfte bist du dabei. Ich sag, dann gehst du dahin. Ja, sagt unsere Enkeltochter, aber 4.000 Euro, das wäre immer noch zu viel Geld. Sie hätte ja bloß 2.000 gespart mit Kellnern und Babysitten. Ob ich ihr was dazugebe? Ich sag, dafür gebe ich kein Geld aus. Ja, sagt sie, aber mit 2.000, da komme ich ja nicht weit, sagt sie, wenn das ganze 4.000 Euro kostet. Ich sag, dann lässt du erst mal eine Seite machen und guckst du, wie es aussieht. Ja, ist doch so. Wir konnten auch nicht früher immer alles zugleich haben. Nein.